sollten dann auch mal leisere Pausen sein, weil der Mittelwert von 12 Stunden wird in der Tat genommen. Und da haben wir schon den ersten Starter. Wir fangen an mit der Standardklasse. 6000 Kilo. Standardklasse bedeutet, das sollten, das ist die Aufgabe dieser Klasse. Heiko Biele kommt als nächstes mit seinem Dolz, den er Daisy genannt hat. Und schaut unter die Motorhaube. Was ist da los? Da beschleunigt, dann hinterher wieder etwas langsamer. Ja, Jochen Graf. Zurücknehmen müssen, um nicht aus der Bahn zu kommen, der Jochen. Denn man muss innerhalb dieser Kreidemarkierung bleiben. Wenn man diese Kreidemarkierung mit einem Rad berührt, dann wird man disqualifiziert. Liebe Zuschauer, ein Oliver. Immer ein bisschen weiter heute im Laufe des Tages. So, Ferdian Verhoeven auf den MF. Ja, auch der hat mächtig an der Einspritzpumpe gedreht. Kann man sehen, sehr deutlich sogar. Und das ist es, was wir einen Pull-Pull nennen. Zwei Pulls. Oh, ja. Erik Verhoeven ist das. Ein wilder Start. Was hier noch übrig geblieben ist. Ich sehe. War er außerhalb der Bahn? Der Jan Gerd Hilmers? Im ersten Moment nicht. Jetzt schauen wir mal, was der macht. Ah, ja. Schöner, alter Deutz 106. Im Winter haben sie die Einspritzanlage etwas modifiziert.
gar nicht so weit von mir entfernt. Von 50 Zentimetern vom Boden aus gemessen. Oh. Ja, hier ist er unterwegs. Das Fahrzeug zu zeigen, ja. Und jetzt, was macht er? Ja. 10,3 Liter, das kann man richtig hören. Dass das ein Fulton war. Alles das gibt's am Hackistand. So, fährt Jan Verhoeven und der Engel. Andere haben eine Wassereinspritzung, du spritzt es heraus. Und vor lauter Wasserdampf, ja, hat er wahrscheinlich nicht ganz genau sehen können, wo er hinfährt. Oh. Da meint man schon, er rückt den Motor ab, schaltet hoch. Schluss. Oh, jetzt muss der Motor aber auf Touren kommen. Ja. Soweit. Lieber Fels. So, Jochen Graf. Stark gewürgt. Schnell beschleunigt. Das wird knapp, aber ich glaube, dass der... Das könnte knapp werden. Also ich glaube, dass der Deutz ähnlich weit war wie er hier. Auf Platz 1 aus Finnland, Erik Verhoeven, mit
72 Meter 54 und wir haben recht mit einem Kicks.